Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es was Besonderes hier, Jungs, und zwar Jadon Sancho Manchester United Transfer Squad Builder Battle. Und zwar gegen Wakes. Was geht ab? Jo, was geht ab, Leute? What's poppin? Ich mache das ja so gerne, so Transfer-SBBs zu machen. Sancho zu Manchester United, wir werden es auch so machen, dass mindestens zwei Manu-Spieler in diesem Team hier heute eingebaut werden müssen auf beide Seiten. Also das könnte heute schwer werden, hier alles zu behalten. Ich muss auch ehrlich sein, also das ist halt von Tim, also von Wakes halt sein Format und es gefällt mir. Dankeschön nochmal, Bro. Ja, alles easy. Ja, und Jungs, was sagt ihr? Geht Sancho zu Manu? Was sagt ihr? Schreibt es mal gerne unter den Kommentaren. Wakes, was sagst du, mein Freund? Also ich glaube, dass es schon durch Sanchez geht, Dings geht, kommt, alle weg, bam, let's go. Dann, let's go, dann starten wir. Jungs, Like nicht vergessen, 4000 Likes, ja, wäre schon Baba, ja. Ohne Beschreibung ist auch Wakes Kanal verlinkt, beziehungsweise wir haben auch letztens da was gedreht, checkt auf jeden Fall aus. Und wir fangen an, ich halte rein, let's go. Du hältst rein, okay. Ja, ich fange einfach mal an mit meinem Stürmer. Es ist schon ziemlich auffällig und ich glaube, du hast ihn zu 95% aufgeschrieben, aber ich wollte einfach schon den ersten raushaben und vielleicht ist das Auffällige auch unauffällig. Ich wollte erstmal Kane nehmen, aber dann habe ich gedacht, ah, egal, scheiß drauf, ich mache Rashford. Rashford ist bei mir im Sturm. Ja, ich habe noch einen zweiten Stürmer, das heißt, wenn der rausfliegt, wäre schon nicht gut, aber könnte ich noch mit leben. Und dann habe ich, wo ist denn der Bro? Warte, ich gebe dir mal kurz ein. Da habe ich eine Summer Heat Karte. Der hat auch ein Upgrade bekommen und das ist, boah, der hat eine 95er Karte inzwischen von 76 auf 95 hoch. Phil Foden. Phil Foden. Okay. Ey, unglaublich. Im Sturm habe ich Greenwood, ja, und ZM Henderson. Ich dachte, ich muss den hier rausknallen. Zu 95% dachte, der ist weg. Ey, krass, Greenwood, krass, krass. Let's go. So, dann mache ich mal weiter. Kannst gerne reinhalten. Also, ja. Rechts spielt der Sancho und im Sturm. Gehen wir mit. Ja, den habe ich letztens gezogen, Jungs. Und zwar Haaland haben wir am Start. Und ZM habe ich eine Icon, Prime-Icon am Start. Das ist der Matthäus. Ui, Loda Matthäus mit Haaland, aber trotzdem kein grüner Link, ne? Okay, ich hatte genauso wie du Henderson aufgeschrieben. Okay. Und Rashford. Also, ich dachte, du gehst vielleicht so ähnlich wie ich. Also, dann machen wir weiter, Jungs. Zweite Runde, let's go. Ja, Leute, ich habe gerade gemerkt, Sekko ist doch schon auf Full Chemie mit Haaland. Ich hatte irgendwie schon Manu Sancho gesehen. So, hatte gar nicht mehr diesen BVB-Link, aber dafür habe ich jetzt andere drei Spieler aufgeschrieben. Okay, dann machen wir weiter. Links Mittelfeld, ja. Das war, ja, erster Spieler. Und zwar, das ist der, also von Manu, und zwar, das ist der Martial. Den habe ich leider noch nicht gefunden. Da ist er, ja, genau. Deine 90er Karte. Und im Sturm gehen wir mit Aguero. Und zwar, ich habe den Scream-Karte jetzt geholt. Und ja, jetzt wird's teuer. Und zwar Kevin De Bruyne, Team of the Year. Der Junge macht das hier heute ganz wild. Guck mal, ich habe extra, damit ich nicht schummeln kann, ich habe Greenwood und Rashford aufgeschrieben. Aber Rashford habe ich noch LM hingeschrieben und Greenwood ST. Also ich dachte, du gehst da irgendwie so, dass ich nicht beide so sagen kann, okay, falls du einen Stürmer hättest. Und im ZM dachte ich Bruno Fernandes. Ich habe drei Manchester United-Spieler, keiner erraten, Junge. Okay, krass. Dann mache ich mal weiter. Hey. Come on, jetzt ja. Geht's los. Jetzt geht's los. Okay, wenn du mit Martial gehst, gehe ich auch mit einer Karte, die stark ist auf dem Flügel und fange auch auf dem Flügel an. Da habe ich nämlich, mich nicht lumpen lassen, Cristiano Ronaldo in Form, Digga. Ja, moin. Dann gehe ich auch weiter mit dem Dybala-Link hier, straight zu Ronaldo. Okay. Und dann gehen wir auch weiter zu, wo ist der Hase? Ich glaube, den habe ich als ZDM geholt. Da ist er. Ja, Bentancur. Also ganz Juve habe ich geholt. Okay, krass. Ich habe Lampard, Lacazette und Martial aufgeschrieben. Also okay. Mit Ronaldo, Dybala. Okay, okay. Ja, interessant. Ronaldo, ehrlich, Dybala, interessant. Rashford, Sancho, so. Es kann schon wild werden. Ja, bei dir aber auch mit Haaland und allem. Dann machen wir weiter, Jungs. Dritte Runde. Jetzt kommen die beiden Außenverteidiger. Jungs, wir machen weiter. Die beiden Außenverteidiger. Ey, haben wir jetzt ein Manchester United-Spiel auf jeden Fall. Come on. Ja. Auf der linken Seite. Ja. Scheiße, Junge. Ich habe Mario Rui links. Also der ist schon mal safe, hoffentlich. Hoffentlich hast du da irgendwie Alexandro oder so. Mario Rui hat auch einen grünen Link zu Ronaldo. Und rechts bin ich jetzt entweder mit Odriozola gegangen. Oder ich bin mit Wan-Bissaka gegangen. Auf ganz auffällig. Auf auffälliger geht's nicht. Ja, Wan-Bissaka und Mario Rui. Okay, also links habe ich Semedo aufgeschrieben und rechts Wan-Bissaka. Ja, war klar. Von dem verabschiede ich mich. Egal, das ist der zweite Menüspieler, den ich versucht habe einzubauen, genau. Raus. Damit bin ich aber durch. So, jetzt bin ich mal dran. Okay? Ja. So, auf der rechten Seite, ja, Jungs,
Tut mir leid, aber ich muss mit ihm gehen. Und zwar 82er Munir haben wir am Start. Ja. Aber links habe ich den Luke Shaw. Hast du? Ich habe ihn durchgestrichen. Er steht hier ganz oben und ich habe ihn durchgestrichen und Damian aufgeschrieben. Ja, und rechts? Wan-Bissaka. Let's go. Nice. Junge, wieso habe ich den durchgestrichen? Ich dachte, du gehst mit dem Non-Rare. Ich dachte, du bist so hässlich, aber nein, er nimmt einfach Shaw auf. Okay. Let's go, Jungs, also jetzt. Die wichtigste Position, die beiden Infall und Torwart, Abfahrt, let's go. Oh Junge, mein Torwart steht drin. Ich muss dir jetzt auch noch einen reinknallen, sonst wäre bitter. Ich sag dir, sonst wäre ehrlich bitter für mich. Mal sehen, was du da gemacht hast. Also, im Tor gehen wir heute mit Otoa, seine Tots, ja. Dann haben wir links, das ist eigentlich schon auffällig, das ist der Eder Militao, 89er Karte. Und sein Partner wird heute Diego Carlos. Digga, du magst Eder Militao, ne? Ja. Und du magst ihn auch bestimmt aufzuschreiben. Ich hab dir den schon mindestens 15 Mal rausgesniped. Du hattest sogar mal Torwart deswegen, wegen Militao. Ja. Stürmer im Tor. Jetzt nimmst du den schon wieder. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ich hab David Luiz, Kimpembe, Miranda. Let's go. Er probiert einfach so lange, bis er nicht mal Militao hat. Er wollte den testen. Er dachte, egal, irgendwann behalte ich den. So, heute hat's geklappt. Let's go, Mann. Junge. So, jetzt geht's los. Du hast dein Icon benutzt. Ich habe aber Acerbi benutzt auf links. Dann habe ich Ferdinand benutzt auf rechts und dann habe ich Donnarumma benutzt im Tor. Ja. Ey. Ja. Ich hatte Van der Sar, Walker und De Vrij. Scheiße, Mann. Ja. Scheiße. Geil, Digga. Scheiße. Egal, einen Bronzespieler habe ich, du hast keinen. Wird ein schwitziges Game. Auf jeden Fall. Ja, dann lade ich dich mal ein und dann Abfahrt. So, Jungs, wir starten mal rein. Let's go, viel Glück. Nein, ich habe voll viel aufgemacht. Jetzt aber. Nein, das ist nicht so. Aguero! Einmal aufgemacht, direkt Tor, ne? Man muss so aufpassen. FIFA 20 ist so schlimm, ey. Nein! Oh, mit Elastico und so. Er denkt Ronaldinho. Was machst du denn? Du denkst Ronaldinho, Junge! Hä? Sancho oder Ronaldinho? Kurz FIFA Street gespielt, beide. Er will versuchen. Wusstest du, dass er Freischüsse schießen kann? Muss ich erstmal mit der Acerbi hinterher rennen. Wechsel. Aguero! Da ist er! Nein, der Typ macht Doppelpack, Aguero. 30 Minuten, 2-0, no way. Oh. 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 Ey, nein, die schließt du ab, oh. Die Baller mit Papa Skill vorher und so. Ich dachte, Junge, was passiert da? Kurbeltechnik angewendet. Ach, scheiße. Abseits? Ach, geil. Nein. Kein Abseits. Ach. Ja, jetzt aber. Hab ich gesehen. Jetzt aber. Jetzt. Oh, oh mein Gott, der ist so perfekt. Nein! Sancho. Durch. Sancho, Aguero. Aber jetzt. Was macht der Torwart da? Hey, was macht denn dein Torwart da? Ey, krass. Ey, 3-0, nein. Nein, oh mein Gott. Nein. Jawohl, Mann. Nein, jawohl, Mann. Er hat gut wieder kurzen Pfosten zugemacht, aber diesmal geht er rein. Nice, Mann. Matthäus! Digga, deine Schüsse, ne? Ich weiß nicht, wie du schießt, aber du hast irgendwie eine neue Taktik rausgefunden oder so. Egal, vielleicht muss man ja so mal probieren. Drei Stück. Wir gehen jetzt tauchen, Digga. Tauchen. Wir gehen Tauchkurs. Die gehen sich Tauchkurs an, mit Delfinen und so. Sehr wild. Tauchen, Digga. Ja, Jungs, dann gehen wir gemeinsam jetzt tauchen. 3 Picks. Let's go. Okay, ich habe umgestellt. Okay, so, 3 Picks. Wir tauchen gerade schön mit Wakes zusammen. Eieiei, 3 Stück. Du hast die 4-4-2. Ja. Wir machen dann einfach so. Und zwar: einmal. Bro, 3 Picks, Mann. Einmal links Mittelfeld, rechts Mittelfeld und Stürmer. Aber was soll ich dann da wählen? Komm, den rechten Stürmer nehmen wir noch. Links Mittelfeld und rechter Stürmer. Yes. Ich fang klein an. Rechts Mittelfeld, Bentancur. Okay, das ist schon sehr klein, Digga. Tu ich auf die Bank. Dann Rashford, rechter Stürmer. Okay. Und linker, ich bin gerade zu dumm, um hier irgendwas zu machen. Ich kann gerade nicht mal tauchen. Und linker Mittelfeldspieler, Cristiano Ronaldo. Aber ist nur der Inform. Ich muss sagen, ist nur der Inform. Aber Ronaldo ist Ronaldo für mich. Junge, normal ist Ronaldo. Ich muss das gerade irgendwie für mich ein bisschen runterreden.
Hätte ich diesen Treffer da am Ende nicht kassiert, das wäre anders ausgegangen. Ja, so egal, ich mache jetzt PC, Junge. So, Ronaldo, Bentancur und Rashford sind in der SBC drin mit ein paar anderen. Jawohl, Junge, so macht man das, Woll. Oder? Bringt Spaß, Ronaldo zu discarden. Let's go, ich gebe ab. 3, 2, 1. Ja, weg ist es. Nice. So, Jungs, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ronaldo discard, ja. Schmeckt auf jeden Fall. Lass ein Like da, Abo da, auch bei Wax. Du hast letzten Worte, Bro. Ja, Mann, ich will gar nicht mehr viel sagen. Nächstes Mal gibt's die Revanche. Mal gucken, was dann passiert. Wir sehen uns. Peace out.